Recht herzlich willkommen zur 121. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, ich habe schon mal die Rakete geladen. Der Dralo hatte mir geschrieben, dass ich natürlich wieder die Hälfte vergessen habe. Da sollten wir dran arbeiten. Er meint, ich sollte mal schon mal zum Beispiel nur einen Go-Container mitnehmen und das Gegengewicht sollte ich dann hier, wo wir schon sowas da haben. Warte mal, ich muss mal näher ranzoomen. Bisschen näher rangehen hier, damals Barometer, da sollten wir dann mal gucken, dass wir da das Gegengewicht aus Batterien und sowas bauen. Also nur ein Go-Kanister. Und den können wir auch da wieder hinbauen, ne? Warte mal, wir machen das hier mal noch gerade so schick, dann rastet er da besser ein. So, den haben wir und wir packen Scientist rein, der kann den dann resetten. So, Gegengewicht müssen wir dann bauen. Jetzt müsste man nur wissen, wie viel der Gu-Kanister wiegt, ne? Gucken wir mal gerade rein. Wo war der noch? Da ist er, oder? Mysterious Gu wiegt. Ne, kostet. Und wiegen tut er 0,05 Tonnen. Gut. Warte mal, irgendwo war hier noch ein Thermometer. Das können wir dann auch da wegnehmen und auf die andere Seite stecken. Wenn wir das Gegengewicht zusammengebastelt kriegen, ne? So, Thermometer ist hier, wiegt eine halbe Tafel Schokolade und das Barometer wiegt auch eine halbe Tafel Schokolade, also 0,1. Dafür brauchen wir dann ein bisschen Batterien. Das müsste hier sein. Und ja. Ja, das würde bedeuten, wir brauchen noch da reichlich von, ne? Ja. Das wäre 0,2. 0,2. 0,3. Ist dann direkt gegenüber, ne? Jo. Ja. Ich glaube, wir machen dieses dahin und setzen dann noch zwei rein. Also das war 1, 2, 3, oder? 0,05 und Thermometer, warte, da müssen wir nochmal hin. 0,05 passt und der Guba 0,05, ja. Was? Doch, eine Stelle mehr, ne? Genau. Und die Batterien waren auch so leicht, ne? Gut, dann kommen die da nochmal zwischen. So, das bedeutet 100, 200, 300, 400 Gramm. Und der hat 500. Ja, 100 Gramm soll es jetzt nicht sein, oder? Oder? Das dahin, das dahin und komm, zack. Wir müssen ja auch irgendwo genug Kapazität haben, ne? So, nochmal den letzten anpacken, der gefällt mir noch nicht. So. ja. Was haben wir denn hier noch so stehen jetzt? Hm? Achso, wir können erstmal gucken. Der Dralo sagte, so 400 brauchen wir dann, ne? Ja, das sind 800 dann, ne? Einer 100, gut. Ist ein bisschen viel, aber so wäre das Gewicht ausgeglichen. Lassen wir so. Ja. Solarpanels. Als nächstes. Wo waren die? Da nicht. Thermal. Ist das auch Electricity eigentlich, oder? Ja, wir hatten ja keine gekauft, genau, deswegen. Dann machen wir da mal ein paar mehr. So. Sechse oder achte? Ich glaube, ich mache achte. Gefällt mir besser. So. Sieht gut aus, oder? Achte. Gut. Ja, crewmäßig können wir hier dann auch einsteigen und gucken. Da brauchen wir ja nicht ganz so viele, weil wir müssen erstmal einen Platz frei haben. Scientist nehmen wir mit. Engineer, den schmeißen wir raus. Weil da muss der Kollege rein, der ja, ne, gerettet werden soll. Ja. Jetzt ist die Frage, Scientist-Instrumente. Warte mal, da gehen wir wieder zurück. Den haben wir, was haben wir? Ja, wir könnten.
Das Barometer haben wir, den haben wir schon oben drauf gesetzt, ne? Oder? Ja. Was haben wir hier noch? Ein Experience Storage Unit. Brauchen wir das? Wie groß ist denn das? Oh, reichlich groß. Geht noch ein und dann ist nur noch einer da, ne? Aber der ist riesengroß. Und wiegt auch gar nicht so viel, ne? Warte mal, dann tu den nochmal weg. Wir brauchen ja nur 4 Batterien, ne? Schmeiß mal weg. Alle weg. So, und den dann da drüber, geht das? Der snappt an der doofen Stelle ein. Aerodynamisch geht das ja gar nicht, ne? Was können wir denn da so? Steht jetzt nicht so wirklich was da oben. Kostet 1000. Und gefallen tut es mir hier an der Stelle jetzt nicht so wirklich, wo er da ansnappt. Aber ist halt so, ne? Gut, lassen wir mal so. Ach nee, den mach weg, den will ich nicht. Und das lassen wir auch so, das reicht. Ja. Gucken wir mal weiter. Mit Dingens gebraucht? Nein, wird nicht gebraucht. Wo ist denn das Zeug? Hier unten. Können wir rausmachen, ne? Das ist okay. Passt. Dann hat der Drado geschrieben, hier können wir auf 200 senken. Das reicht wohl vollkommen aus. Na, 200 geht jetzt schlecht, machen wir 400, alles gut. Gut, das hat er mir noch geschrieben. Antenne fehlt noch. Die machen wir da hin, ne? Nicht so groß. Dann gibt's die. Passt. Dann können wir die schöner dahin bauen. So. Sieht schöner aus, oder? Antenne haben wir. Die Flossen sind auch schlecht. Die Lenken, wir brauchen keine Lenken, hat der Dralo geschrieben. Wir können die Ungelenken nehmen. Welches waren jetzt die Ungelenken, ne? AV7 Winglet. Was ist das? Also die haben alle so viel, ne? Die haben nix. Lifting Surface. Ist das... Warte mal. Wie groß ist der? Der ist klein und der ist größer, ne? Ja, nehmen wir den. Was hat der Dralo mir denn dann geschrieben? Die Mittelstufe ist auch zu schwer, schreibt er mir auch noch. Meine Güte, was ich da alles falsch gemacht habe, ne? Ich glaube, wir machen das mal so. Ach so, wir müssen Minus drücken, damit wir da rauskommen, ne? Ne, jetzt haben wir nur 3. Wir brauchen 4, wollen 4 haben. Jetzt macht er wieder nur 3. Weil ich da dran gekommen bin, kann das sein? So, das wäre schon okay. Und wo ist denn der Ausgang? Da. Dann sind die an der Stelle verkehrt. Ich glaube, so ist richtig, oder? Ja, so gefällt das mir. Und die Booster, kommen die jetzt ja und dahin, ne? Oder? Ich glaube ja. Diese müssen erstmal weg. Tu sie erstmal. Ja, lass da stehen, ist auch gut. So, die Stufe war zu schwer, hat er mir geschrieben. Ich soll einen Tank kleiner nehmen für die Mittelstufe. Das bedeutet, die beiden sollen kleiner. Jetzt muss ich gerade nur so ein Maß haben. Ist das der, ne? Nee. Welcher Tank war das denn jetzt? Der? Ja. Nur wie viel brauchen wir?
reicht, oder? Will ich mal hoffen, oder? Mach mal einen noch dazu. Welcher war denn der vorherige, der? Ja, das war einer. Warte mal, die sind. Wie groß ist der? Ist der genauso groß wie der da? Ist jetzt so irgendwie schwer zu sehen, ne? Die haben 360 und der hat 1440. Okay. Ich mach mal so. Gut, ich lese mal gerade nochmal. Booster brauchen wir noch. Booster sind damit bei. Das sind die Riesendinger hier irgendwie. Boah, die sind ja extrem. Dann nehmen wir die lieber. Tja. Jetzt müssen wir da erst einen Halter haben. Wo war der? Da? Nö. Wo sind denn jetzt die Halter geblieben? Da sind sie nicht bei. Eigentlich sind die doch hier gewesen, oder? Da sind sie, alles klar, ein extra Fach. Na, die alte Kuppler. Zwei. Habe ich den jetzt nicht erwischt? Der ist ja echt mit dem Grün werden jetzt so ein bisschen doof geworden, ne? Irgendwie sieht man das so doof. Ja, das sind zwei. Und dann die Raketen da dran, ne? Und zwar diese würde ich gerne nehmen. Bisschen zu niedrig, ne? So ist gut. Nose Cone da drauf. So, passt. Jetzt hier mal gerade ein bisschen sortieren. Ich wollte rauszoomen. So, Schirm ist klar. Dann das ist auch klar. Der und der ist klar. Der muss da unten hin. Weil die beiden und der zusammen starten, ist auch klar. Der bleibt da. Das sieht gut aus, oder? Jo. Jetzt ist nur die Frage, wie hier die Werte sein müssen, ne? Stufe 4, Stufe 3. Zweier ist auch gut, glaube ich. Das reicht uns dann. Könnte halten, ne? Das Gewicht ist da unten. Ja, müsste gehen. Gut, passt. So. Symmetrie der Flossen haben wir. Zwei Booster haben wir. Und der Manager-Knappen haben wir. Zünden mit dem Haupttriebwerkschub auf TWR 5. Das müssen wir jetzt noch ändern. Ist 1,43, ne? Das heißt, die sind zu klein. Doch mehr Booster? Er hat doch nur zwei geschrieben, oder? Gut, dann bedeutet das, es müssen wohl doch diese her. Ja.
geht, können wir so lassen. Kappen drauf. Aber die sind ja noch schlechter wie das andere. Weg damit. Es muss wohl hier noch das Problem sein, ne? Ja. Kiste muss die Kantive. Gut, passt. Und jetzt nochmal zwei Booster von den anderen wieder. Ach, jetzt habe ich doch wieder einen großen erwischt. Ich wollte auch den kleineren. So, jetzt. Ist das auf 0,7? Jetzt macht's mir Angst. Ach, weil die nicht in der richtigen Stufe sind, alles klar. Die mit dem. Nee, der Madame. Der dahin. So, jetzt haben wir's, oder? Und 1,53 passt. Zwei Kappen noch da drauf. Nee, Aerodynamik, da. So, das ist alles okay. Das Ding käme hoch, auch gut. Gerade mal so, ne? Läuft. Oder? Was war das hier? Atmosphäre. Okay. 2,8, 2,2. Kompakt, nicht kompakt. Ah, jetzt habe ich das Ding hier lang, ne? Oh, 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 oh. Wieder bitte kompakt, genau. So, warte mal. Das. Was ist das? Der muss da unten mit hin. Sonst fliegen die mit. Die starten, die sprengen ab. Der startet gut. Das absprengen irgendwann. Das passt. Müsste gehen. Haben wir's, oder? Aber ich brauche 3400 DV. Die Unterstufe ist dann vielleicht das Problem, oder was? Den nochmal wegziehen. Was bringt's, wenn ich da noch einen Tank reinhaue? Bringt das was? Ist die Frage, ne? Nee, dann wird es schwer und dann geht's wieder nicht. Nee, der war verkehrt. Der ist es. So. Snap an. Gesnappt. Ja, das bedeutet jetzt. Ist das Ding zu schwer noch? Also. Ich habe in der Stufe 500. Das sind 2,9. Das ist zu wenig. In Stufe 4 habe ich 2,5 rundweg und hier habe ich auch nochmal 2,500. Das so anders? Ah, okay, das könnte natürlich dann auch die Stufe 2. Ja, wann kommt die in Einsatz, ne? Das wäre, ja, ich glaube, das passt, oder? Das passt. Ja, gute Frage, ne? So. Das speichere ich jetzt erstmal ab. Haben wir. Dann gehe ich erstmal zurück, nochmal in das Zentrum. Da muss ich nämlich auch noch einen Auftrag für den Minimus annehmen. Da kommen dann noch mehr. Den nehmen wir mit. Das hatten wir schon. Position Satellite in the Polar. Ja. Okay, Kontakt mit dem. Okay, Luna, Kerbin. Okay, das ist erstmal soweit gut. Gehen wir nochmal rein. Sind die Leute noch raus? Ja, Scientist, Pilot, passt. Versor, Kerbin. Hätten wir noch einen fähigeren? Ja, werden auf jeden Fall fähige Piloten, aber der muss ja auch fähig werden, ne? Also lassen wir den da mal drin. Gut.
Okay, den Absorber habe ich schon gemacht. Gut. Ja, ich glaube, wir sind dann soweit eigentlich fertig. Und ich hoffe, das ist so richtig. Ich weiß es nicht. Und deswegen werde ich jetzt auch noch nicht auf die den Abflug starten, sondern sonst einfach sagen, Rakete müsste jetzt funktionieren eigentlich. Ich weiß nicht 100%, aber ich gehe davon aus. Machen wir Plus-Taste, damit wir nochmal rankommen. Ja. Ich gehe davon aus, dass das jetzt klappt. Solarzellen, Schirm, Batterien. Ist alles dran, oder? Ist nur die Frage, ob das Werk hier passt. Aber ich glaube schon, weil das wird ja mehr dann, weil da die Atmosphäre schon dünner ist, oder? Müsste gehen. Okay, dann, was haben wir hier noch für Dinger? Total Move. Weiß ich gar nicht, was das ist. Vielleicht kann mir das noch einer erklären dann. Liquid Fuel. Ach, hier unten steht noch Liquid Fuel 3800. Da kommen wir doch mit hin, oder? Ja, guck mal, das ist dann doch mal eine Aussage. 3,6. Wieso ist das da so? Okay, passt schon dann. Gut, okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.